die zweite Generation Continental GT unter der Regie von Volkswagen. Was ist das Besondere an dem Nachfolger jetzt? Na gut, es ist eine Mischung aus vorsichtiger Weiterentwicklung, aber gleichzeitig doch deutlicher Veränderung Richtung moderner Technik. Es sind im Grunde im Innenraum alle Teile neu und trotzdem ist das Thema erkennbar aus der ersten Serie, die extrem erfolgreich war. Aber das Auto hat doch eine Präzision deutlich gewonnen, wenn man beispielsweise den vorderen Kotflügel sieht. Das geht nur mit neuer Technologie. Was ist das Besondere dran? Ja, das Geheimnis heißt Superforming. Der Kotflügel ist also warm verformt. Anders könnte man so scharfe Radien und solche Ziehtiefen nicht bewältigen. Das gibt es aber bislang nur bei Bentley und bislang nur in der Kleinserie. Für die Großserie geht das noch nicht, oder? Ja, es kostet etwas mehr. Man muss wissen, wo man sein Geld für ausgibt. Aber wir haben gedacht, das Auto verdient es, dass man diese scharfen Kanten hergibt. Also einmal Präzision außen bei der Karosserie, aber auch im Innenraum. Alle Leder sind handgenäht. Spezielle englische Handwerksarbeit. Und Sie haben da auch ein eigenes Soundsystem, das nicht aus dem Konzernbaukasten stammt. Warum das? Ja, also zunächst mal sind wir sehr stolz drauf, endlich ein Navigationssystem und ein Elektroniksystem, was up-to-date ist. Touchscreen-Bildschirm, 30 GB, das ist wunderbar. Und Teil dieses Systems ist eben dieses Audiosystem, was wir mit der Firma Name zusammen entwickeln. Die Firma Name gilt in England als die High-End-Firma für Home-Stereo. Und die haben wir ja schon in der Generation davor bewegen können, für uns zu arbeiten. Und das Ergebnis lässt sich hören. Jetzt haben wir gesehen vorhin, dass man mit dem Auto also auch auf der Rennstrecke fahren kann. Wie schaffen Sie denn den Spagat, ein sehr luxuriöses Coupé mit toller Soundanlage, Navi-System, allem drum und dran. Aber man kann damit auch auf die Rennstrecke gehen. Ja, das ist so ein bisschen die Position von Bentley, zu der wir verdammt sind und die wir aber auch lieben, dass wir nicht verzichten, sondern beides versuchen gleichzeitig zu erreichen. Das macht natürlich das Problem etwas größer, bei einem relativ schweren Auto diese Fahrleistung zu erreichen. Und deswegen brauchen wir immer einen Motor, der etwas kräftiger ist als anderswo. Und mit 575 PS haben wir das auch hier wieder. Und die Bremsen machen das mit? Die Bremsen, wir haben die größten Bremsen, die es in einem Serienauto gibt. 420 mm, die auch wahlweise als Carbonbremsen verfügbar sind, das reicht.